Internet und YouTube. Sticks, Master of Shadows. Wir spielen auf normal. Das bedeutet für mich, ja, schwer kam heute raus. Steam Link ist in der Beschreibung. Ich habe nur kurz das Intro angesehen. Für Aufnahmezwecke, ihr kennt doch das Spielchen. Beliebige Taste drücken. Gibt auch immer kein Keyboard mit einer beliebigen Taste. The Atrium of Akanash. A world shut inside another. This is what humans do when they don't understand a thing. They build walls around it. They put locks on the doors, and they put soldiers in front of those doors. The bigger the secret, the bigger the lock. And the craziest are those who want to pick it. May my ancestors forgive me. I'm one of those, to my misfortune. Ah, this noise. These voices. I can't stand it. Amber. That damn golden mud oozing from the heart of the world tree. A magma of sticky dreams. All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap. Humans. Elves. All their private little chatter is mixed up in this disgusting soup. A flood of ideas constantly flowing into my head. For all these years, it took so long for me to find this place. With each step, I heard my voice a little less, and all the others a little more. I'm so tired. It's time to finish it, while I can still recognize my own thoughts. The heart of the tree, it's why I'm here. That, at least, I am sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power, but also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon. And it starts now. All right, beast, wake up. Answer when Lord Barnuman speaks to you. Who are you? Speak. My name is Styx. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father. That's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae, and they sent it here to spy on us. Speak. Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves. If you only knew. They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower. So, you're working for them. What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heal while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves and I intend to respect it. For the moment, we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves, huh? How many? Hundreds? Oh yes, you do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. You're out of your depth, Mr. Governor. Oh, you've got some nerve. I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it night and day, even in my dreams. And every day I say to myself, hey, Rakash, the heart of the tree is over there, almost within reach. And
by your life, you're gonna find some way to steal it. Because you're not leaving the tower without it. The heart of the tree, yeah. Oh, this headache. What? Where was I? Shit, my brain is an anvil. Yeah, the heart of the tree. What did I do with my dagger? I feel naked without my dagger. I gotta find it quick. Gut, also auf zum Dolch. Ich werde wahrscheinlich zwei Parts machen. Und tja, wenn's gefällt, ihr wisst, wie der Hase läuft. Bewertungen, Kommentare sind glücklich und machen mich gut aus Hirn. Also ich will nichts gegen Stick sagen, okay? Er sieht besser als ich aus. Okay, wir haben hier einen großen Hinweis, den sollten wir uns vielleicht durchlesen. Springen und festhalten. Du bist sehr agil. Mit der Springentaste kannst du springen. Und dich außerdem an Haken oder rein und festhalten, okay? Also ohne nach oben zu klettern. Goodie! I should be able to climb up there. Alright, climby, climby, perfect. Oh Mann. Ich hab's voll mit seinem Arm los. Ich hab's voll drauf. Oh, wir werden so stealthen. Did you see the dagger that Duncan found? I wonder where it comes from. It's not from here. Yeah, well, don't get excited. We'll play for it with dice tonight. In the meantime, keep your hands off. Okay, okay. I'll wait till tonight. Tonight? Wenn der wüsste. They must be talking about my dagger. It can't be far away. Du wirst nie mehr irgendwelche Spielchen spielen, mein Freund. Ich werde sie so stealthen. Ich hab nicht die geringste Ahnung, was passieren wird. Okay, das ist der Sinn hinter Stealthen. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt falle ich noch runter. Das wäre peinlich. Gleich im Tutorial-Level. I should drink this flask. It would perk me up a little. Okay. Well. More climbing, I guess. Oh, ups. Okay, klicken wir noch rüber. Das war nix. Okay, perfekt. Okay, das war das Tutorial, wie man es nicht machen soll. Passt mal auf. Nun machen wir es natürlich so. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Natürlich habe ich es drauf. Frage hat sich nie gestellt. Bevor du deinen Dolch zurück hast, musst du unbedingt aufpassen, dass sich niemand entdeckt. Springen und festhalten. Okay, perfect. Stay out of sight until I find my dagger. Ich kann ihn doch mit meinen bloßen Goblin-Händen ermorden, oder nicht? Nicht, dass es mir Spaß machen würde. Doch. 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 Sorry. Sonst würde ich nicht nach einem Dolch suchen, oder? Sonst könnte ich ein Fläschchen Riechsalz bewaffnet durch das Spiel gehen. Ah, nicht Riechsalz. Das wäre umgekehrt. Wow, 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 wow. Oh, shit, rot. Okay, das war... Ich bin entdeckt worden. Game over. Gut, das ging schnell. Wie lange hat das jetzt gedauert? Kurz nach dem Intro. Ja, das war ja absichtlich. Letzten Spielstand laden. Wo ist hier die Autospeicherung? Das war ja absichtlich. Das passiert, wenn ihr erwischt werdet. Dann wird es so rot und es ist vorbei. Okay, gut. Na, man muss ja alles zeigen, alle Aspekte in einem Spiel. Versteht ihr? Ihr versteht das, oder? Ihr wisst schon, wie das läuft. Ich zeige ihm auch die dunkle Seite des Spiels. Wenn man verliert. Also. Das bedeutet... Kann ich hier rauf, ohne dass... Was? Im Dunkeln vorgehen. So ein großer Text und ich sehe es nicht. Je mehr du dich im Dunkeln bewegst, desto geringer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn deine Tätowierung aufleuchtet... Ach so, das ist der Arm. Bedeutet dies, dass du in den Schatten bist. Fackeln löschen und alles wird noch besser. E. E vor den Fackeln. Alles klar.
nur warten auf das E jetzt. Okay. Always keep to the shadows. Doesn't make too much noise. Avoid running and farting. Avoid farting. Okay. Das wird aber eng. Das ist ein verdammt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Nicht furzen im Stealth Game. Okay, wo ist... Oh, shit. Wenn ich irgendwas sehen würde... Hier stand doch irgendwas. Ach so, E aktivieren. Alles klar. The World Tree. It seems so close. But it's a mirage. It's so big that it seems to be close. I still got a long way to go. So, from what I heard, the only access to the heart is a bridge which that two-faced Governor Baron has had closed off with a tamper-proof lock, and he keeps the only key in his apartments. And as if that wasn't bad enough, the whole area is crawling with elves. I'm gonna have to go down into the prisons and free my... friend. He knows how to deal with an elf. So, if I'm gonna survive in this tower, I'm gonna need somewhere safe to get organized, as well as a map of the atrium. Well, I'll get nothing done standing around here. I'll get my dagger, and then it's off to work. Okay, perfect, perfect. Den neuen schnappen wir jetzt aber noch. Gotta be sneaky here. If I stay under there, I won't be seen. Ich hoffe, er furzt nicht. Ich darf nicht furzen, also hoffentlich. Seh, ich bin unten. Okay, wie zum Henker. Er dreht sich um zum nächsten Tisch. So weit, so gut. 8 Meter. Perfekt. Und jetzt hier unten durch. Ich möchte in diesem Part noch... Oh, was ist mit dem hier oben? Ich möchte, dass er in meine Richtung blickt hier, oder? Ah, there's my dagger. Wo ist er? I was afraid that I lost you, my beauty. Yes, das sieht auch gut aus. There are maps of the zone stuck up here. They might be useful for finding a way to the tree. Something's making a noise. Let's see. We got maps of the area. I'll need more than that to get what I want. Ich mag, wie er durchlinst. Okay, alles gut. Perfekt. Ein gerissener Dieb wie du lässt sich doch nicht von einer einfachen Tür aufhalten. Drücke die Interagieren-Taste öffnen oder Schloss knacken. Dann halten wir mal gedrückt. Oh, der Dolch ist so groß wie ich. Das gefällt mir. Damit kann man jede Menge Steaks schneiden. Oder auch andere Dinge machen. Das sieht mir etwas gefährlich aus, okay? Wow, okay. Ah, hier. Ach, nein, 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 mach keinen Quatsch, Freund. Oh shit! Alles gut, alles wird gut. Geh zum Henker. Und ab! Okay, das war nix. Ja, also, geht doch. Geht doch, mach keinen Quatsch. Stixi. Oh, Halleluja. Assassins rule number one. Always strike from behind. Especially when the fucker is twice your size. And remember to land on the carpet to make less noise. Okay, Teppich ist gut. Nutze sie, um deinen Gegner zu überraschen. Ich würde gerne von oben hier drauf springen. No? No?
Kann ich jetzt hier einfach... Yes, kann ich, okay. Eliminiere den Bibliothekar, um freie Bahn zu haben. Tötentaste gedrückt halten, tötest du dein Opfer leise. Indem du versuchst, seine Schreie zu unterdrücken. Gedrückt halten, töten, leise töten. Na dann natürlich, mit Schmerzen, wow! Hugo! I can't leave this stiff lying around. That would be messy. Where can I hide it? Ja, und der Blutfleck? Ja, und jetzt soll ich mir den Besen schnappen und das... Oh, der Blutfleck ist weg, okay. Dachte schon, ich muss mir einen Putz fetzen und einen Lappen und dann muss ich aufwischen und Spuren und... Abschiedsbrief von dem Typen schreiben, dass es Selbstmord war oder er hat sich verpieselt in die Karibik. Duell mit dem Gegner. Gibt es kein Zurück mehr und du musst dich zur Wehr setzen. Im richtigen Moment abwehren und dann auf den Rhythm bringen und dann töten. So weit wird es nicht kommen, weil ich so ein verdammtes Genie bin. Okay, das war absichtlich. Oh, yes! Oh, ich wollte alle in diesen Schrank rein sperren. Okay, wir sollten unten bleiben. Wir sollten die Geduckt-Taste gleichzeitig auf der Gen-Taste verwenden, schätze ich. Sieht gut aus. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und ja, ist witzig. Macht Spaß. Den Dolch muss er noch besser benutzen. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss.